Claudius, jetzt sind wir hier bei sengender Hitze. Bei Frankfurt, in Enkheim. Ja, angekommen sind wir. Ja, der Wagemut, der hat mich beauftragt. Der ist ja so unbeweglich. Der reist auch gar nicht gerne. Und der schreibt ja im Moment, weißt du noch gar nicht, an einer Markus-Passion. Ach so, nee. Ja, das wird eine große Sache. Und mir hat er jetzt hier mitgegeben im Koffer Noten für ein Blockflötenkonzerto. Mit zwei Violinen. Das sollst du spielen. Oh, schön. Da freue ich mich natürlich. Ja, ja, man kennt dich ja. Claudius Kamp, bitte sehr hervorragend am stolzen Fagott. Jetzt an der Blockflöte. Also was brauchen wir noch? Zwei Geigen. Das ist Daria Spiridonova und der Italiener Tommaso Toni. Haben beide ja schon im Salon gespielt. Dann am Cello ist es Svenja Nagel. Und dann haben wir noch den glänzenden Lautenisten, der auch so schön Solo gespielt hat, auch aus Russland, Vassili Antipov. Und natürlich Freund Alexander am Cembalo. Ja, und jetzt gucken wir mal, ob die auch alle schon da sind. Habe ich jemanden vergessen? Ich glaube nicht. Ja, mich, ich soll die Proben leiten. Das Werk hat offenbar drei Sätze. Concerto per flauto, due violini e basso continuo. Allegro ma non molto. Ah, ja, ja, ja. Und Largo. Ah, ja. Und der dritte Satz im Dreivierteltakt. Allegro. Ja, das ist spannend.